Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander, heute gucken wir uns mal den Schwingkreis an. Und zwar, da ist mir was aufgefallen. Ich habe ja auch, wahrscheinlich wie ihr auch, ein bisschen mit Schwingkreisen rumprobiert und so. Funktioniert nicht so richtig, mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Wenn man jetzt kurz nach der Sache sucht, ne? Meist wird dann der Tomsche Schwingkreis genannt. Ich habe jetzt mal schnell in Startpage eingegeben, LC Schwingkreisformel. Kommen wir natürlich gleich zu Wikipedia. Und da wird eben alles erklärt und es wird die Tomsche Formel angewendet. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, steht nicht direkt da, aber hier haben wir auf jeden Fall die Formel. Ne? Das wäre der ideale Parallelschwingkreis. Das Problem ist, bei dieser Formel, ich löse es jetzt gleich mal auf, fehlt natürlich der Widerstand. Und ohne den Widerstand, je nachdem, was ihr bauen wollt und so, wird das schwierig, sage ich mal. Außer ihr habt halt Supraleiter, ne? Dann ist natürlich alles kein Problem, könnt ihr abschalten. Wenn ihr Supraleiter habt, bitte mal Link in der Beschreibung. Günstige natürlich, ne? Das ist im Grunde genommen schon, das war's schon, ne? Ich zeige es euch dann gleich noch in der Formel. In der Tabelle, die ist auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch die runterladen. Ihr braucht aber oben Office, glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es so mit Microsoft. Kann ja mal einer probieren und dann als Kommentar hinterlassen. Und zwar, wir brauchen den realen Parallelschwingkreis. Ne? Also das ist halt diese Tomsche Schwingungsformel von, weiß ich nicht. Da wird aber der Widerstand nicht mit einberechnet. Ihr seht das jetzt auch gleich in der Formel. Ne? Hier seht ihr sofort in der Formel, ich kenne jetzt das, aber hier R ist mit drin, auch im Schaltbild ist hier R, dieser normale Schwingkreis, der erzwungene Schwing, idealer Parallelschwingkreis, hier ist eben mit Supraleitern, ne? Das muss man wissen, ist vorgesetzt, dass das mit Supraleitern ist. In der Realität haben wir keine Supraleiter, das ist wieder Schwachsinn. Viele tun immer noch die Tomsche Formel bewerben, sage ich mal, wobei das eben dann zu erheblichen Problemen führt. Die habe ich hier gemacht, ja, Tabelle mit Berechnungsformel, blablabla. Und es steht auch hier irgendwo, genau, rote Werte, Eingabewerte, in Klammern bearbeitbar. Also die vier Daten könnt ihr bearbeiten. Das wäre jetzt in dem Fall, naja, die Schaltung mit dem Widerstand der Leitung noch mit drin. Ne? Ja, habt ihr eine Leitung, also auch Supraleiter, dann, wie gesagt, abschalten. Naja, gut. Auf jeden Fall. Ich habe es jetzt, es ist ein bisschen unübersichtlich, ich habe das vor, weiß ich nicht, ein Jahr gemacht oder so, wo ich da rumgetüdelt habe. Also hier unten der Teil, das ist, hier steht es auch, Thomson-Formel. Das ist der ideale Parallelschwingkreis, kommt jetzt bei diesen Eingabewerten 19,3 Hertz raus. Und ich habe die Formel mit R, also mit dem Widerstand, der reale Schwingkreis, da kommt jetzt hier auch 19,3 raus. Ne? Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt damit. So. Also wie gesagt, wir müssen halt den Widerstand in den meisten Fällen, sollte man den mit einrechnen. Ich zeige euch noch eine Methode, wie ihr ohne den ganzen Krempel das machen könnt. Eine ganz einfache, aber ne, wer auch mal gerne ein bisschen rechnen will. Ich hoffe, das Bild war jetzt drauf. Oh nein. Ja, der hat auch ein bisschen rechnen will. Um dann wenigstens etwa das zu erreichen, ne? Der sollte den Widerstand auf jeden Fall mit einrechnen. Wenn wir jetzt, wie ihr seht, 1 Ohm eintragen, ist das Ergebnis nahezu gleich. Ne? Das liegt halt daran, weil dann 1 Ohm ist nicht viel. Ne? Das habt ihr auch schon in Stück Leitung und so. Aber wichtig ist halt, wenn ihr jetzt sagen, wir machen jetzt mal einen Messwiderstand von 10 Ohm rein, da wird ja oft propagiert. Nein, jetzt kriege ich einen Error. So, keine Ahnung, die Tabelle war jetzt irgendwie abgeschmiert. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier keinen Fehler gemacht. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe jetzt 20 Ohm und 34 Ohm eingetragen, dann sieht es so aus, dass das Ergebnis der Thomson-Formel sich nicht ändert. Ne? Es bleibt bei diesen 19,3. Hier haben wir aber 11,3. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied. Ne? Ich probiere jetzt noch einmal. Mich wundert, dass vorhin ging, das zu berechnen. Okay, jetzt geht's wieder. War wahrscheinlich ein Fehler in der Tabelle, keine Ahnung.
Wenn ich jetzt das, ich habe das jetzt mal auf 10 Ohm geändert, dann wird das noch drastischer. Ne? Also ich kann euch jetzt auch nicht genau erklären, wie die Verhältnisse hier sind und so. Könnt ihr selber mal ein bisschen hier rumspielen. Falls hier Error kommt, habt ihr ja, ich lasse es drinnen, glaube ich, dann ja, startet einfach die Tabelle nochmal neu. Ne? Vielleicht habe ich jetzt hier irgendwo reingeklickt, keine Ahnung. Eigentlich durfte es nicht passieren, aber egal. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal, dass wir hier von Pi mal Daumen 20 Hertz Unterschied reden. Ne? Und das ist natürlich, was weiß ich hier, 10 Ohm Messwiderstand oder so. Wir können ja jetzt nochmal probieren. Nochmal 1 Ohm. Nee, bei 1 Ohm macht er nicht. Aber warum? So, keine Ahnung. Also irgendwie gehen nicht alle Werte. Weiß ich jetzt aber ohne, woran es liegt. Da kann ich aber gleich mal einen Aufruf machen, wenn ihr noch ein bisschen mehr Ahnung habt hier von den Berechnungstabellen, die nicht bearbeitbar sind in den Eingaben, aber der Rest nicht. Ja, kann gerne mal einer ordentlich machen. Ihr seht, irgendwas haut hier nicht ganz genau hin, aber es funktioniert auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind die Verhältnisse, wenn man es zu krass, geht es dann wahrscheinlich nicht. Aber hier haben wir auch 2 Hertz Unterschied. Ne? Ich probiere jetzt hier mal eine 5 reinzumachen. Was ist schon wieder Error? Error? Eine 1 geht es. Ich weiß nicht, warum der unten hier immer. Geht auch nicht. Okay, bei 2 und 1 Ohm geht es wieder. Keine Ahnung, ne? Kann man vielleicht nochmal einen Kommentar haben, was ich hier falsch gemacht habe. Aber hier sehen wir auch wieder 8 Hertz grob Unterschied. Und das ist schon erheblich, ne? Und wir reden mal von 1 Ohm und 2 Ohm. Wir könnten ja mal 0,5, will ich das mal noch probieren. Okay, 0,5 geht auch. Vielleicht kann ich jetzt, darf ich jetzt 2? Ah, okay, guck mal. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben auf der einen 0,5 und auf der anderen 1 Ohm oder 2 Ohm irgendwas, Messwiderstand oder irgendein scheiß Übergangswiderstand. Und das immer bei 33 Hertz müssen wir dann wählen anstatt 19. Ne? Ja, die einfache Bastler-Variante ist, ich habe jetzt hier mal eine ein bisschen verstaubte Tesla-Spule, ist eine Spende vom Johannes, vom VEB. Steht das irgendwo? Nee. Boah, Johannes, hast gar nicht drauf geschrieben. Scheiße. Ja, ich sehe mal an, ihr habt keinen Bock auf Rechnen und wollt aber trotzdem zum Beispiel eine Tesla-Spule bauen oder so. Dann gibt es noch eine ganz einfache Methode. Ihr habt ja die äußere Spule hier, die blaue, ne? Und die ist jetzt in dem Fall geht in die zwei roten Kontakte hier vorne, in die Schraubbuchsen, ne? Wenn ihr jetzt euch eine Tesla-Spule baut und ihr habt halt, wie gesagt, keinen Bock zu rechnen, macht diese Spule erstmal ein bisschen länger, ne? Was weiß ich, macht da halt 5, 6 Windungen, macht Zähne, das spielt keine Rolle, ne? Also ich rede hier von der äußeren Spule. So, und dann machen wir den Kontakt fest und den Kontakt von der Spule lasst ihr erstmal offen. Und jetzt geht ihr einfach von eurer Buchse mit einer Krokoklemme, farbt ihr die Spule ab. Und ja, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Lampe in der Nähe habt, eine Neonröhre zum Beispiel, fahrt ihr dann hier lang. Und dort, wo die Neonröhre am hellsten ist und am besten noch, ja, ich glaube, am wenigsten verbraucht, ne? Naja, ja, ich glaube, achtet mal. Also es gibt, glaube ich, schon Punkte, wo die trotzdem hell ist, aber euer Verbrauch ist urisch schlecht. Also müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, ne? Guckt da ein bisschen, das, was weiß ich, wenn ihr jetzt eine 3, warte mal, was haben die 36 Watt, die großen, ne? Die lang, oder? Bin ich, oh, ich habe ewig nicht mehr. Ist ja jetzt egal. Ne, wenn die 50 Watt an euren Off, davon redet man nicht. Das ist falsch, ne? Dann sucht weiter. Oder es ist allgemein scheiße geworden. Aber was ich damit sagen will, ihr könnt diese minimalen Abweichungen, gerade wenn man jetzt sagt, in der Formel, wir haben hier irgendwo 1 Ohm in den ganzen Verbindungen, ne? Und auch parallel zu den Bauteilen, Spule und Conti. Dann ist die Abweichung ja nicht so groß. Ne? Wenn ihr aber das jetzt einfach zusammenbaut nach den Werten der Thomschen Formel, dann wird es nicht so funktionieren, wie es funktionieren soll. Ihr könnt natürlich der Einfachheit halber die Thomschen Formel nehmen und das mit der Krokoklemme dann noch abstimmen, sage ich mal, ne? Dass ihr schon grob eine Hausnummer habt und dann müsst ihr aber trotzdem das mit der Krokoklemme abstimmen oder ihr tut es eben berechnen, aber beim Berechnen, ihr müsst ja dann auch noch anlöten, also. Das ist alles, ich empfehle euch, die richtige Formel zu nehmen. Und dann könnt ihr, weil ihr ja so nah dran seid, die minimalen Übergänge, zum Beispiel das letzte Löten
Oder dieses jetzt hier dann einschrauben, ändert ja auch schon wieder die ganze Geschichte, ne? Das kann man dann mit einem ja, Drehkondensator oder mit einer Spule, einstellbaren Spule, das kann man dann natürlich ein bisschen einstellen. Vielleicht auch mit dem Widerstand, das können ja mal die Profis in die Kommentare hauen. Aber wir können nicht, du kannst jetzt nicht, sag ich mal, wenn du jetzt deinen Aufbau hast, 20 Hertz Unterschied, ohne dass du die Spule änderst. Das kannst du machen. Das ist aber dann nicht wesentlich ein Fachbegriff, wartet mal, ich glaube, ist halt die, ich nenne das jetzt mal eine extrem erzwungene Schwingung. Ne? Umso näher ihr an dem Punkt halt dran seid, habt ihr einen besseren Wirkungsgrad einfach. Ne? Eure Lampe ist halt heller und ihr braucht weniger am Eingang. Darauf würde ich an eurer Stelle achten. Und passt bitte auf, so eine Tesla-Spule oder, ja, wir bleiben mal bei einer Tesla-Spule, da passt ein bisschen auf, das habe ich euch ja jetzt erklärt. Wenn die in Resonanz kommt, also wenn der Schwingkreis ordentlich funktioniert, ne, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, Leute, weil da sind schon einige Sachen passiert. Da kann ich euch empfehlen, das Video vom Segelohren-Bob, vielleicht weiß das noch einer, haut das bitte mal in die Kommentare, wo ich beim Segelohren-Bob zu Besuch war mit dem Küchenlicht. Also das Problem ist halt, solche Schaltungen können unter Umständen, vor allen Dingen im abgestimmten Resonanzfall, ich nenne das jetzt mal Metalle elektrifizieren. Also wenn ihr ein Gebäude habt mit einer Gasheizung zum Beispiel und Gasleitungen, dann solltet ihr das nicht machen. Also ich bitte euch, wenn ihr hier Tesla-Spulen Sachen macht, testet das auf jeden Fall irgendwo, wo niemand zu Schaden, was weiß ich, ne, auf dem Feld irgendwo weit draußen, wo keiner zu Schaden kommt und achtet natürlich auch ein bisschen auf euch, ne, wenn ihr hier mit solchen Krempel rummacht. Es ist eben nicht nur, dass die Formel hier ein bisschen abweicht, sondern dass eben auch im Sicherheitsaspekt ist, passiert dasselbe. Ja, alle sagen, ja, das macht ja nichts, das macht ja nichts. Lest da bitte, bevor ihr solche Sachen macht, ne, bevor ihr sowas ausrechnet und solche Schwingkreise macht, belest euch auch mal wegen Abschirmung, was passiert in eurem Körper. Wir haben Metall in uns, ne, wenn ihr das seht, dass eben, also dieses berühmte, der wahre Draht, die wahre drahtlose Energie, dass du dann halt so ein Metall gegen Erde oder deinen Körper oder wie auch immer, ja, alles leuchten lassen kannst, ne? Mitdenken, ne? Denk an die Pyramiden und ringsrum, wo alles tot ist. Kleine Pyramide. Tschüssi!